Also früher, wie ich rote Haare hatte, mit Intensivtönungen getönt, hat mich nie irgendwer gefragt, weil es halt ein relativ natürliches Rot war. Ja, da hat nie jemand gefragt, ja und schädigt das nicht deine Haare? Ist das nicht schlecht für die Haare? Hallo Leute! Ja, ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge der Directions Mythbusters Serie. Und zwar möchte ich heute mal einen Mythos klären, der eigentlich vorwiegend bei den Leuten vorherrscht, die sich nicht mit Directions die Haare tönen, sondern einfach nur sehen, dass es andere Leute tun. Und zwar den Mythos, dass Directions total die Haare schädigen und generell, wenn man bunte Haare hat, müssen die Haare ja komplett zerstört sein. Und ja, die von euch, die sich eh schon länger mit Directions die Haare tönen, wissen, dass das natürlich nicht stimmt. Und ja, heute erkläre ich mal den Grund dafür. Und zwar sieht es so aus. Also die Leute haben natürlich insofern recht, dass generell alles, was man irgendwie chemisch mit den Haaren macht, nicht unbedingt wirklich gut sein kann für die Haare. Allerdings muss man dazu eben wissen, was jetzt wirklich in diesen Tönungen enthalten ist. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Tönungen. Das habe ich auch schon in anderen Videos erwähnt. Aber hier ist es eben besonders wichtig. Und zwar gibt es eben so Intensivtönungen, die ihr im Supermarkt kaufen könnt. Da habt ihr eben diese zwei Komponenten, die ihr aufeinander dreht und dann müsst ihr es schütteln und so. Wo eben in einer dieser zwei Komponenten ein Entwickler drinnen ist. Und dieser Entwickler ist chemisch und der sorgt dafür, dass sich die Schuppenschicht eurer Haare quasi öffnet, sodass die Farbpigmente ins Haar eindringen können und dort auch relativ lange erhalten bleiben. Das ist auch der Grund, warum diese Intensivtönungen eigentlich ziemlich lange halten. Und bei allem, was ihr jetzt irgendwie macht, wo ihr zwei Komponenten miteinander mischen könnt, könnt ihr davon ausgehen, dass das die Haare wirklich schädigt, weil eben dieses Öffnen der Schuppenschicht für die Haare einfach nicht gut ist, wie man sich vorstellen kann, weil die davon einfach porös wird. Und bei Directions sieht das Ganze allerdings ein bisschen anders aus und natürlich auch bei allen anderen direkt ziehenden Tönungen. Und zwar ist es da so, dass sich die Farbe nicht unter die Schuppenschicht anlegt, sondern auf die Schuppenschicht, weil gar kein Entwickler vorhanden ist. Also Directions sind ja kommen ja in solchen Töpfchen. Und da müsst ihr gar nichts mischen. Ihr könnt das Ganze strecken mit Spülung oder Wasser, was natürlich nicht schädlich für die Haare ist. Aber ihr müsst es eben nicht mit einer zusätzlichen Chemikalie mischen. Und das ist auch schon der Grund, warum Directions an und für sich einfach nicht schädlich für die Haare sind. Weil es eben diese Schuppenschicht gar nicht öffnen muss, um in die Haare hineinzukommen, weil es einfach nicht das Ziel ist. Es legt sich einfach außen drumherum an und dadurch wäscht es sich auch relativ schnell wieder raus. Wo die Leute allerdings schon ein bisschen recht haben, ist, wenn man sich die Haare für Directions vorher blondiert, dass das dann natürlich schon schädlich für die Haare ist, weil Blondierung ist natürlich schon schlecht. Das besteht ja auch aus zwei Komponenten. Ihr habt auch wieder einen Entwickler dabei, der die Schuppenschicht erstmal quasi öffnen muss. Und ja, also es ist allerdings nicht Pflicht bei Directions. Also klar, wenn ihr helle Pastelltöne haben wollt, dann kommt ihr ums Blondieren nicht drum herum. Aber zum Beispiel Plum ist so eine Farbe von Directions, die ihr auch sogar auf braunem Haar auftragen könnt. Was natürlich super ist, weil so spart ihr euch komplett die Haarschäden. Man muss auch dazu sagen, also wenn halt jemand, so wie ich, bin halt naturblond. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich, ob ich jetzt eher dunkelblond oder eher mittelblond bin. Auf jeden Fall brauche ich nur einen 4%igen Entwickler für meine Blondierung. Und das ist halt wirklich sehr, sehr mild. Und klar schädigt das auch ein bisschen die Haare, aber das schädigt genauso stark die Haare, wie eben eine Intensivtönung das tun würde, von denen ich mir teilweise drei übereinander geknallt habe. Und die Blondierung trage ich immer nur am Ansatz auf. Und das finde ich dann immer so lustig. Also früher, wie ich rote Haare hatte, mit Intensivtönungen getönt, hat mich nie irgendwer gefragt, weil es halt ein relativ natürliches Rot war. Ja, da hat nie jemand gefragt, ja und schädigt das nicht deine Haare? Ist das nicht schlecht für die Haare? Obwohl das 100-mal schädlicher war für meine Haare, wie gesagt, weil ich es übereinander aufgetragen habe, als dieses regelmäßige Ansatzblondieren, was ich jetzt mache mit einer super milden Blondierung. Und jetzt höre ich halt von vielen Leuten, die sich irgendwie immer einbilden, kommt mir vor, oh, deine Haare sehen aber schon ziemlich geschädigt aus und so. Ja, das soll ja jetzt nicht eingebildet klingen oder so, aber ich finde eigentlich, dass meine Haare ziemlich, ziemlich weich sind.
und eigentlich auch nicht sehr kaputt aussehen oder so. Klar, vom Blondieren ein bisschen trocken werden sie schon davon, aber also zum Beispiel meine Friseurin sagt auch, dass meine Haare auf jeden Fall ziemlich gesund sind momentan. Das sah früher auch noch anders aus, als ich die noch ziemlich lang hatte, weil da eben noch dieser Schaden von dieser dreimal übereinander aufgetragenen Rottönung drin war. Aber jetzt, wo ich das halt abgeschnitten habe, ist halt von dieser Altlast sozusagen nichts mehr drinnen und es sind halt wirklich nur noch blondierte Haare mit Directions drüber. Und also ich finde, dass die wirklich ziemlich gesund sind und so. Also wenn ihr mal wieder dieses Vorurteil hört von wegen, du musst ja voll die kaputten Haare haben, wenn du mit Directions oder irgendeiner anderen Tönung tönst, dann schick den Leuten dieses Video, damit sie Bescheid wissen, wo der Unterschied zwischen einer Intensivtönung und einer direkt ziehenden Tönung ist. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen und einen Kommentar und ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!